Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, dieses Video ist eine weitere Fortsetzung meiner Reihe, meiner Beauty-Sammlung, die ich euch jetzt ja nach und nach abdrehe. Und heute, also ja, jetzt geht es um meine Mascara-Sammlung. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Warum meine Mascara-Sammlung ein eigenes Video bekommt, weil sie groß ist. Also es ist nicht wenig, ne? Also das sind jetzt so die aktuell angebrochenen Mascaras, die bei mir auch tatsächlich im Schminkschrank stehen, im Badezimmer. Und das hier sind meine Mascaras, die ich noch testen möchte. Also ich teste meine Mascaras ja auch immer ganz gerne in meinen Mascara-Test-Videos. Da habe ich aktuell jetzt schon zwei gemacht. Es werden immer mehr folgen. Aber ich habe das jetzt so versucht zu handhaben, dass ich tatsächlich nicht so mega viele gleichzeitig in Benutzung haben möchte und jetzt wirklich aktuell auch meine Mascaras aufbrauche. Ihr werdet das auch in meinem nächsten Aufgebraucht-Video sehen oder in den nächsten Aufgebraucht-Videos, dass dann immer mehr auch Mascaras da drin sind, weil ich wirklich versuche, das aufzubrauchen und nicht alle Mascaras gleichzeitig zu verwenden. Ist ein bisschen schwer, aber ich schaffe das schon. Ja, aktuell ist es so, dass ich hier die Roller Lash Mascara von Benefit verwende und drauf habe auch heute. Es ist eine schöne Mascara, die den Wimpern wirklich Länge gibt. Die gibt den Wimpern auch Volumen. Mag ich richtig gerne. Das ist so ein geschwungenes Gummibürstchen. Und ja, anfangs hatte ich ein bisschen das Problem, dass da immer sehr, sehr viel Produkt mit rausgekommen ist. Dementsprechend hatte ich da nicht so viel Spaß mit. Das hat sich erst nicht so ganz gut auf den Wimpern angefühlt. Es war sehr groß, sehr klumpig, sehr extrem. Das mochte ich nicht so gerne. Ja, dann mit der Zeit ist aber natürlich dieses Tübchen etwas leerer geworden. Und dann hat es auch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Es macht auch aktuell sehr viel Spaß, sie zu verwenden. Ja, ne? Ich muss hier keine Frage beantworten, ob ich irgendein Produkt nachkaufen werde, weil das Problem ist, oder das Gute ist, ich habe unheimlich viele. Das heißt, bis ich mir irgendwann mal tatsächlich eine Mascara nachkaufe, wird es dauern. Die einzige Mascara, die ich mir wahrscheinlich immer, immer, immer wieder kaufen werde, ist hier von Catrice die Glam & Doll. Das ist die wasserfeste Variante mit diesem Gummibürstchen. Die liebe ich einfach total. Das ist eine super, super zuverlässige Mascara, die ich halt wirklich schon seit Jahr und Tag quasi, also fast seitdem es die auf dem Markt gibt, immer wieder nachkaufe und immer wieder verwende, weil ich einfach weiß, okay, wenn es einfach schnell gehen muss, wenn ich nicht möchte, dass meine Wimpern verklumpen, verkleben, wie auch immer, wenn sie nicht zu extrem aussehen sollen, sondern einfach ganz normal, dann verwende ich die hier. Das ist auch eine Mascara, die ich sehr oft auf Arbeit trage, weil sie sich halt auch nirgendwo abstempelt, nicht abzeichnet oder sonst irgendwas. Deswegen, das ist immer eine Mascara, die ich so als All-Time-Favorite habe und deswegen auch immer wieder in meinem Einkaufskorb landet, sodass ich sie mir dann nachkaufe, wenn sie leer ist. Ja, eine Mascara, die ich in meinem Glossy Box Adventskalender hatte, ist die hier von Duze. Das ist per se eine ganz gute Mascara. Man muss halt nur wirklich sehr vorsichtig damit arbeiten, weil sie ein riesengroßes, ich weiß nicht, Synthetik-Haarbürstchen, würde ich das jetzt einfach mal nennen, hat. Und das ist wirklich riesig, ne? Da musst du wirklich aufpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens geschwollene Augen habe. Das habe ich oft, wenn ich aufwache und mich halt fertig mache für die Arbeit, für, keine Ahnung, fürs Wochenende, dass man halt irgendwas macht, dann muss ich immer aufpassen, dass mein Augenlid hier oben nicht zu sehr geschwollen ist. Ansonsten habe ich das nachher voll mit dieser Mascara. Das ist ein bisschen schade. Deswegen, ne, da muss man halt lernen, mit umzugehen. Ganz am Anfang ist ja auch unheimlich viel Produkt drauf. Da muss man dann auch immer aufpassen, dass man nicht zu viel Produkt beim ersten drauf auftragen auf den Augen hat. Aber ansonsten finde ich sie super. Ja, ich mag die auch, ne? Also ich mag das Ergebnis, was dabei rumkommt. Deswegen, ja, finde ich die richtig, richtig toll. So, dann habe ich hier von Love die Gilt Eyes Fan Effect Mascara. Auch die ist wasserfest. Die steht so ziemlich in Konkurrenz mit der Glam & Doll. Die hier habe ich schon echt lange. Also die müsste auch sehr, sehr bald leer sein. Das ist eine Mascara, die habe ich aus meiner ersten Glossy Box, glaube ich, ja. Man sieht auch, ne, da ist nicht mehr allzu viel dran. Ein leicht geschwungenes Gummibürstchen, was auch so ein bisschen konisch nach vorne zusammengeht. Und sie ist aber richtig toll. Also sie macht einen krass geilen Effekt auf den Wimpern. Die verlängert die Wimpern richtig krass und ja, macht einen wirklich schönen Augenaufschlag. Jetzt mittlerweile geht sie immer mehr leer, aber dann ist das halt so. Das lässt sich dann nicht ändern, aber es ist eine schöne Mascara und ich hatte die, wie gesagt, in der Glossy Box und finde die nach wie vor total super.
Dann hatte ich die hier auch in einem Adventskalender und das war der Douglas Adventskalender. Das ist die Volume Obsession Mascara von Douglas. Ich persönlich finde sie gut. Sie macht kein zu extremes Ergebnis, aber auch nicht zu leicht. Also die trage ich auch wohl ab und an ganz gerne, aber halt nicht zu exzessiv, weil mir das dann noch manchmal ein bisschen zu schwach ist. Da brauche ich dann eigentlich mehr. Ist auch ein ganz normales Synthetikhalbbürstchen, nichts Aufregendes, ne? Aber ja, die muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr verwenden. Ist aber eine schöne Mascara, die ich echt gut fand. Finde. Eine, die jetzt so mittlerweile immer mehr schwächelt, irgendwie benutze ich die nur als Base quasi, ist die Long Lashes Mascara von Lacura. Die hatte ich in einer Glossy Box Young mal mit drin. Ja, ist an sich auch eine Alltagsmascara, die sehr dezent ist. Also ihr seht das schon an diesem sehr, sehr kurzen Bürstchen. Also die Haare von den Bürsten sind sehr kurz und die benutze ich wirklich als Base, weil sie trennt die Wimpern und ja, macht aber auch nicht viel mehr, ne? Also sie trennt die Wimpern und macht einfach ein bisschen Farbe drauf. Aber sie gibt den Wimpern nicht unbedingt das, was sie vielleicht bräuchten. Also was ich für meine Wimpern bräuchte. Nämlich Länge, Volumen, all das, ne? Das brauche ich einfach. Genau. Und ja, deswegen, das benutze ich dann gerne als Base, wenn ich zum Beispiel die Duze Mascara verwende. Oder Duze Mascara, ich weiß es nicht. Das ist immer eine ganz gute Kombi zusammen. Oder als ich zum Beispiel die Benefit Roller Lashes Mascara am Anfang verwendet habe, habe ich die hier auch immer als Base verwendet, weil sie halt eine gute Basis bildet und die Wimpern gut vorbereitet. Diese Mascara von LR Beauty oder LR Health and Beauty ist von Colors, von der Reihe Colors, Volume and Curl Mascara. Auch die sehr natürlich, aber hilft den Wimpern besser als die Lacura Mascara definitiv und hat auch ein ganz interessantes Bürstchen. Also das ist sehr extrem geschwungen. Ich komme damit sehr gut klar. Für mich ist das ein Alltagsprodukt, also was ich quasi auf der Arbeit tragen kann. Aber zum Weggehen wäre mir das zu wenig. Also, oder in der Freizeit, sage ich mal. Da brauche ich ein bisschen mehr Bäm auf meinen Wimpern. An sich aber eine gute Mascara, die auch lange hält. Habe ich aber noch nicht allzu lange, habe ich erst seit einer Woche. Habe die aber schon auf der Arbeit ein oder zweimal schon getragen und ja, das hat mir wohl gefallen. So, auch eine Mascara, mit der man vorsichtig umgehen muss, ist die von Karl Lagerfeld und Model Co. Warum muss man damit vorsichtig umgehen? Weil auch sie ein krasses Bürstchen hat. So, auch das ein Synthetik-Haarbürstchen, wo man aufpassen muss, dass man sich nicht zu viel Produkt aufträgt und dass es sich nicht zu sehr abstempelt. Also auch da bietet es sich an, auf jeden Fall vorher eine Base zu verwenden auf den Wimpern, damit man hiermit wirklich nur noch ganz, ganz leicht rangehen muss. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die gibt. Ich hatte die aus so einem Set, wo ich auch einen Lipgloss mit bei hatte. Finde die aber sehr, sehr gut. Also bei mir funktioniert sie sehr, sehr gut. Es gibt aber definitiv bessere, die tatsächlich günstiger sind. So, diese hier habe ich mir vor kurzem erst gekauft. Das ist die Catrice Glam & Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Das ist diese aus dem neuen Sortiment von Catrice, die ja quasi so ein ähnliches Bürstchen hat, wie halt auch die wasserfeste Glam & Doll. Ne? Also ähnlich, aber nicht identisch. Das ist auch ein Gummibürstchen, aber es ist deutlich kürzer. Die macht ein schönes Ergebnis und ob sie die Wimpern wirklich verlängert, ist bei mir schwierig zu sagen, weil ich ja tatsächlich sowas nicht 6 Wochen komplett durchteste. Ja, und weil ich ja auch sowieso Wimpernserien verwende. Deswegen lässt sich das bei mir wirklich schwer sagen. Wenn sie aber dabei unterstützt, dass die Wimpern wachsen, finde ich die sehr gut. Vielleicht wäre das eine Idee, die mal als Base zu verwenden und alle anderen, die ich sonst so benutze, dann halt immer drüber zu verwenden. Würde sich anbieten, weil sie auch wirklich schön in der Anwendung ist und die Wimpern am Anfang auch immer schön trennt und quasi eine gute Base wäre. Also ja, vielleicht wäre das mal eine Idee, aber meistens bin ich zu faul, Base und normale Mascara quasi gleichzeitig zu verwenden. So, und die letzte, die ich jetzt aktuell in Verwendung habe, ist hier auch von Glam & Doll, die False Lashes Mascara. Das ist die Blackest False Lashes Mascara. Die nicht wasserfeste Variante aus der Reihe, würde ich jetzt mal so sagen, diese lilane. Das Gummibürstchen hier, ist das überhaupt ein Gummibürstchen? Ja. Ist halt auch so anders als das von der blauen und dazu greife ich echt nicht auf. Deswegen steht die auch schon relativ lange bei mir rum. Normalerweise halten die sich ja nur irgendwie 6 Monate. Ja, steht auch drauf. Egal. Ich versuche ja immer, meine Produkte entsprechend aufzubrauchen und solange ich keine Irritationen oder sonst was an meinem Gesicht habe, an meiner Haut habe, wie auch immer, ist alles gut und ich bin da ja relativ robust. Ja. Deswegen würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, finde ich aber ganz interessant. So, dann kommen wir mal zu den Mascaras, die ich hier in meiner
ich sag mal, Backup-Kiste habe. Die ein oder andere habt ihr auch alle schon in einem Haul oder sowas von mir gesehen. Ich habe das halt sehr oft, dass wenn ich Beautyboxen habe, dass eine Mascara mit dabei ist oder dass man das mal als Produktprobe mit dabei hatte, wenn man, keine Ahnung, irgendwie bei Douglas was kauft, bestellt, wie auch immer, dann kriegt man auch sowas mit dazu. Oder aus Adventskalendern habe ich auch ganz viel. Naja, fangen wir einfach mal an mit der, zu diesen Mascaras habe ich eine Bitte an euch. Und zwar schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welche von diesen Mascaras, die ich euch jetzt zeige, ich in meinem nächsten Mascara-Testvideo mal mit euch zusammen testen soll. Denn das ist ja das, was ich hier habe und dann macht es durchaus Sinn, wenn ihr entscheidet, welche von den Mascaras ich teste. Also schreibt lustig drauf los. Ich kann leider keine Abstimmung machen, weil man nur maximal, ich glaube, 5 oder 6 Abstimmungskriterien, 5 Abstimmungskriterien nehmen kann. Und dann gucke ich einfach unten mal, was ihr meint, welche ich denn am ehesten verwenden sollte. Und die 6, die am meisten genannt werden, die werde ich verwenden. So. Auf jeden Fall habe ich hier von Love die 24 Hours Nonstop Illusion Eyes Volume Mascara. Also das hier ist die Umverpackung und hier ist das kleine Mascara-Päppchen, also Typchen. Das ist halt wirklich eine kleine Probe. Die hatte ich dabei, als ich den Produkttest von dem Primer mitgemacht habe. Da wurde die halt mitgeliefert. Und die hat so ein Synthetik-Haarbürstchen, was halt wirklich sehr, sehr spitz nach vorne zuläuft, ne, und sehr lang ist. Das habe ich halt auch echt noch nicht ausgetestet. Da wäre ich sehr, sehr gespannt drauf, das mal auszuprobieren. Und wie gesagt, gerne auch mit euch zusammen. Dann habe ich hier von Benefit die They Are Real Mascara. Die habe ich dazu bekommen, als ich bei Douglas war und dort meinen Gutschein eingelöst habe für das Flash-Make-up und mit meiner Mama zusammen diese Benefit Pro Bar besucht habe. Liebe Grüße an dieser Stelle an die ganz, 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 ganz liebe Mitarbeiterin. Du bist ein Schatz. Auf jeden Fall hat sie mir hier die They Are Real Mascara mit dabei gelegt. Fand ich auch total aufregend. Die ist noch gar nicht geöffnet. Ich habe mir die noch gar nicht angeschaut. Ach, guck mal. Die hat so ein Gummibürstchen, was vorne nochmal so Viecher hat. Aha. Das soll dann quasi wahrscheinlich am Ende nochmal die Länge geben oder so, dass man da das präzise aufträgt. Also das finde ich ja total interessant. Coole Sache. Auch so eine kleine Probe. Ich finde es immer schön, wenn man so Mascara-Proben mitbekommt, weil man sich dann wirklich durchtesten kann durch das ganze Sortiment. Weil wie lange dauert es wirklich, bis man eine Mascara komplett aufgebraucht hat? Das ist der Wahnsinn. Und dann habe ich hier, die ist noch komplett zu, glaube ich. Nö, die habe ich schon ein bisschen aufgemacht. Mit ein paar Haaren dran, auch schön. Die L'Oréal Paris Waterproof False Lash X-Fiber Extreme Resist Mascara. Das ist so eine doppelte Mascara. Da hast du nämlich an der einen Seite die Mascara und auf der anderen Seite so diese X-Fibers. So, das hier ist, glaube ich, die Seite mit den Fibers. Ich gucke mal, dass ich euch erst die Mascara an sich zeige. Ja, also das ist die Mascara, das ist so ein ganz witziges Bürstchen, ne? Die hat vorne und hinten halt so ein dickeres Feld und das ist so Synthetikhaar, ja, geht schon fast in Gummibürstchen, so synthetisch wie das ist. Aber gut, ne? Das ist die eine Seite, das trägt man sich so auf, das ist dann wahrscheinlich so ähnlich wie diese, die beste Mascara der Welt aus, die DDK Mascara von Amazon. Genau, und auf der anderen Seite habt ihr dann so Wimpernbausteine, würde ich jetzt mal sagen, dass die quasi dann dazu dienen, dass sie die Wimpern dann nochmal verlängern. Und dann trägt man ja erst die Base auf, also quasi die Seite mit dem flüssigen Zeugs, dann machst du dir diese ich mache mir kein Fieber in die Augen, das wäre nicht gut, die Fasern dann da drauf und dann kannst du nochmal das nehmen und dann nochmal das nehmen, schichten, bis der Arzt kommt, würde ich mal so sagen. Interessantes Produkt. Dann habe ich hier noch die, Lancôme Hypnose Doll Eyes Mascara. Auch die hatte ich mal irgendwo als Probe oder wie auch immer mit dabei. Deswegen, also Mascaras habe ich nicht in meinem Probenprojekt, weil das ewig dauern wird, sowas aufzubrauchen. Die ist total witzig. Das ist so Synthetikbürstchen, ne? Und die geht ja extrem von dick nach dünn. Puh, das ist ja interessant. Muss ich mal ausprobieren. Wie gesagt, ihr stimmt dafür oder dagegen. Dann habe ich hier noch die Paradise Ecstatic Mascara von L'Oréal. Die habe ich mir in dem Black Friday Haul geholt, beziehungsweise die habe ich sowohl mir als auch meiner Mom geholt, weil meine Mom hat ja in ihrem Beauty-Paket gehabt. Und ich habe mir gedacht, komm, hey, so jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Die wurde mir jetzt schon so oft von euch empfohlen. Die wollte ich dann auch auf jeden Fall mal ausprobieren.
fand ich auch total schön, ne? Ich habe die so oft schon im Laden gesehen und da war die jetzt total reduziert. Das ist auch ein ganz interessantes Bürstchen. Ist jetzt kein Synthetik, doch, ist wohl Synthetika, ist jetzt keine Gummibürstchen, so meine ich das. Weil ich persönlich präferiere Gummibürstchen. Aber da ist ja auch jeder Jack anders irgendwo, ne? Und ja, die ist halt hier vorne und hier hinten ein kleines bisschen dicker als in der Mitte. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja, und die soll halt extrem geil sein. Keine Ahnung. Bin ich gespannt drauf. Da muss man wieder alles schön einpacken. So, dann habe ich hier. Oh, die muss ich erstmal auspacken. Die ist noch komplett neu verpackt, Leute. Dann habe ich mir hier diese Total Temptation Mascara von Maybelline mal irgendwann geholt. Und die liegt schon eine ganze Weile in dieser Box und möchte gerne benutzt werden. Das ist die wasserfeste Variante. Und die sieht auch sehr trocken aus. Das finde ich auch ein bisschen, naja, hat so ein Synthetik-Haarbürstchen und auch das ist sehr voluminös. Oh, die riecht aber gut. Das gefällt mir vom Geruch her. Ja, was soll die denn überhaupt machen? Total Temptation. Keine Ahnung, was Temptation ist. Soll die einfach wahrscheinlich den Blick heiß aussehen lassen, wa? Keine Ahnung. Naja, die ist auf jeden Fall auch noch mit im Topf, sage ich mal, mit in der Box. So, dann habe ich hier, oh ja, von Benefit die Bad Girl Bang Mascara. Die hatte ich in meiner Benefit-Box aus dem Glossy Box Adventskalender, Bundle, Dreierbundle, wie auch immer mit dabei. Und ja gut, hier steht 36 Stunden Full Blast Volume. Ganz ehrlich, das glaubt doch kein Mensch. Sie sieht aber Hammer aus, oder? Das ist so wie so ein Kronen- oder Kaiserkrone hier oben. Es ist schön matt schwarz von außen. Das ist natürlich ultra geil, ne? Vom Packaging, hallo, das gefällt mir richtig gut. Und die hat eine extrem flexible Gummibürste. Ja, und sehr, 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 sehr schmal. Also extrem flexibel im Sinne von, siehst du? Krass, oder? Voll krass. Ja, also auch die eine ganz interessante Geschichte, die ich gerne mal austesten möchte. Aber dieses Mal lasse ich euch einfach mal entscheiden. Hab mir gedacht, komm, ich treffe so viele Entscheidungen am Tag, dann könnt ihr auch mal rankommen hier mit den Entscheidungen. Die soll, ja, wie gesagt, 36 Stunden lang richtig Bang machen und die Wimpern verlängern und dramatisches Volumen soll sie geben. Ja, läuft. Dann habe ich hier von Love die 24 Curl, nee, doch, die 24 Hours Volume Curl and Length Mascara von Love Rose Sculpting Volume Mascara. Auch die ist hier noch original verpackt. Ich habe keine Ahnung, wo ich die habe. Das muss ich wirklich sagen, das weiß ich wirklich nicht. Die hatte ich einfach irgendwann mal einfach da. Und auch das halt so ein ähnliches Pöttchen wie bei dem anderen, was ich auch schon habe. Und ja, das ist auch so ein ganz spitz nach vorne zusammenlaufendes Synthetik-Haarbürstchen. So, dann habe ich hier noch mit drin, das habe ich aus einem Trash-Paket tatsächlich, von Maybelline die Mega Plast Volume Express Mascara. Nee, das ist eine Mega Plush Volume Express Mascara. Ich habe keine Ahnung, was Plush heißt gerade in diesem Moment. Oha. Oha, guck mal. Das ist richtig hier mit dem Knick. Das ist ja krass. Okay. Das ist so ein sehr rundliches, ja, wirklich sehr rundliches, ne? Synthetik-Haarbürstchen. Interessant. Also da bin ich gespannt drauf. Fände ich ganz witzig. Dann habe ich hier von Revolution die Amazing Curve Mascara. Die habe ich, glaube ich, aus dem Tauschpaket von der lieben Xenia. Kann das wohl sein? Ich glaube schon. Ja. Oha. Ja, das hat ein sehr geschwungenes Synthetik-Haarbürstchen. Sehr kurz sind da die Fasern, die da dran sind. Und ja. Ne? Habe ich, glaube ich, auch schon direkt im Video ausgetestet, oder? Weiß ich gar nicht. Kann sein. So, dann habe ich hier von Catrice die Lash Dresser Comb Mascara mit einer Kombi Brush Volume and Length. Ich glaube, auch die hatte ich in einer Box drin. Ich glaube schon. Siehst du, da guckst du hier rein und weißt gar nicht, woher du alles hast. Oha, was ist das denn? Das ist ein
Plastikbürstchen einfach. Wo ist denn das ein Bürstchen? Das sieht sehr merkwürdig aus. Das sieht wirklich sehr merkwürdig aus. Ich glaube, das wäre doch mal interessant, wenn ich die testen würde, oder? Alto Belli, das sieht mir überhaupt nicht nach einer Mascara aus, sondern eher nach, keine Ahnung, nach irgendeiner Bürste. Aber nicht so eine Bürste, sondern so eine Schuhbürste oder so, diese Metallbürsten. Wisst ihr, was ich meine? Ganz merkwürdig. Aber gut, ja, ne? Dann hätte ich hier noch im Angebot von Estée Lauder die Pure Color Envy Lash Multi Effects Mascara. Die ist so ein bisschen lila von der Verpackung her. Das finde ich auch ganz witzig, ne? Wenn die so schimmernd sind. Ja. Ich die hier? Die habe ich garantiert mal mit dazu gekriegt bei Douglas oder so, wenn ich irgendwas bestellt habe oder bei Flaconi. Weil wenn du manchmal Produkte in einen Warenkorb legst von einer bestimmten Marke, kriegst du dann auch nochmal gratis mit was dabei. Ja, die hat auch so ein Synthetik-Haarbürstchen. Ein bisschen dicker ist die auch. Vor allem, wenn ich das so drehe, dann seht ihr auch, ne, dass das dann unterschiedlich lang ist an den verschiedenen Seiten. Das wäre interessant, mal auf jeden Fall das auszuprobieren, oder? Hier habe ich noch von MAC eine Mascara-Probe drin, die ich glaube ich auch in einem Adventskalender hatte. Das ist die Upward Lash Mascara. Auch so eine kleine Mini-Tube. Finde ich ganz interessant, dass Love und MAC hier solche Tübchen verwenden, um da halt Mascara-Proben reinzumachen. Na. Huch. Ach Gottchen, wie niedlich bist du denn? Ein mini, 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 mini Synthetik. Nee, hier, Gummibürstchen. Ach, was soll's. Ach, was soll's. Richtig süß. Das ist ja süß. Süß. Ja. Dann habe ich hier noch mit drin von Malu Wills eine Mascara. Das ist die 24 Hours Mascara. Die hatte ich in meinem Juveniles Unboxing auch schon mal gezeigt. Ja, genau, so sieht die aus. Sehr schlicht von außen. Nichts Spektakuläres ist da zu finden. Und ja, das ist einfach Naturkosmetik mit einem Gummibürstchen. Und erinnert mich wirklich vom Bürstchen her sehr an die Glam & Doll. Auf jeden Fall. Ich brauche definitiv mal irgendwann eine neue Kamera, denn ich finde, alles, was ich nach vorne halte, ist irgendwie unscharf. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich bin ja am Liebäugeln mit einer. Da muss ich erstmal sparen. So, und dann habe ich hier noch eine. Da habe ich so ein Säckchen auch. Das ist Idun Minerals. Wo kommt die her? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich echt nicht mehr. Weiß ich wirklich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt, ne? Ja, auch so ein kleines Pröbchen ist das. Das ist die Magna Instant Volume Length and Care Mascara. Ich glaube, die habe ich auch mal aus einer Box. Ich weiß es nicht. Im Zweifel kommt alles aus einer Box oder aus dem Adventskalender. Das hier ist ein Synthetik-Haarbürstchen, was sehr schmal ist und aber auch nach vorne weiterhin spitz zugeht. Und ja, ne? Auch die könnte theoretisch mit ausgetestet werden. So. Jetzt ist das Moped leer. Gleich mache ich es wieder voll. Dann schreibt mir doch einfach gerne mal unten in die Kommentare rein, welche von diesen Mascaras aus der Box ich einfach mit euch mal testen soll. Also ihr könnt sonst auch 6 von denen nennen, keine Ahnung. Ich werde das dann nachher auswerten und mir dann eine Strichliste machen. Und ja, dann gucken wir einfach mal, welche dabei rumgekommen sind. Ich bin wirklich gespannt. Ja, ich sage euch aber nicht, welche ich am coolsten finde. Ich überlasse euch das einfach mal. Genau, so, das war jetzt meine Beauty-Sammlung aus der Kategorie Mascara. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier mal meine Playlist zu meiner Beauty-Sammlung, die ganzen Videos, die ich dafür gedreht habe. Hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!